Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, leider ist es jetzt dunkel. Keine Ahnung warum. Ich meine, wir haben 2 Uhr nachmittags. Warum es hier immer so dunkel ist am helllichten Tag, ich weiß es nicht. Und leider sind die beiden mittlerweile abgehauen. Also der Tarn und die, ich vergesse immer ihren Namen, diese Khajiit, die eigentlich noch mit uns reisen wollte. Deswegen werden wir jetzt direkt zu den Kolosshallen reisen. Oh, und stehen direkt im Wasser. Was ist jetzt los? Okay. Diese Ruinen sind nicht leer. Eure Freunde sind hier lang gekommen. Ich kann sie riechen. Euraxia-Soldaten sind nicht meine Freunde, Katze. Ich lasse nicht zu, dass sie die Waffe bekommen. Wie ihr meint. Doch stellt ihr euch wirklich eurer Schwester entgegen? Halbschwester. Und ich stelle mich jedem entgegen, der das Leid des Kaiserreichs mehrt. Oha. Jone und Jode, war das ein Erdbeben? Bleibt aufmerksam und sucht einen Weg hinein. Ich wollte gerade sagen, hier bricht jetzt gerade schon alles zusammen. Ja, ich denke mal, das sind jetzt die gleichen Vorgaben. Habt nur Tarn und der Grollstein, genau wie Königin Euraxia vorhergesagt hat. Königin? Meine Halbschwester, größenwahnsinnig wie eh und je. Meine Königin schickt beste Grüße und dieses Giftgas. Zu mir, bevor das Gas euch erwischt. Nekromant, kümmert euch um diesen Abschaum. Welcher Nekromant? Achso, da. Euraxia hat euch ausgetrickst, alter Magier. Ihr habt den Grollstein hierher gebracht. Seine Magie wird das Gewölbe öffnen. Die Untoten gehen uns niemals auf. Damit sollte das Problem mit dem Gift gelöst sein. Genießt euren Erfolg, solange ihr könnt. Wir werden vor euch bei der Waffe sein. Gut gemacht, Katze. Jetzt bereue ich eure Anwesenheit kaum noch. Wir müssen diese Tür aufbekommen. Kaum noch, so. Euraxias Soldaten waren lange genug hier, um die Verteidigung der Hallen gegen uns zu wenden. Wir müssen auf der Hut sein, Wanderin. Woher wusstet ihr, dass die Tafel den Giftgasstrom aufhalten würde? Uralte Ruinen ähneln einander sehr. Und ich habe schon eine Menge Zeit damit verbracht, solche Orte zu erforschen. Um ehrlich zu sein, habe ich einfach nur klug geraten. Zum Glück schien Jodes Licht auf uns und mein Raten erwies sich als richtig. Meint ihr, dass wir uns mit noch mehr Fallen herumschlagen müssen? Ganz sicher, wenn Euraxias Leute nicht zuerst hineinstolpern. Aber ich glaube nicht, dass wir darauf zählen sollten. Sie haben schließlich herausgefunden, wie sie das Gas gegen uns verwenden können. Doch eins nach dem anderen. Wir müssen einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Habt ihr Vorschläge, wie man die Tür öffnet? Bei vielen alten Khajiit-Rätseln wird reflektiertes Licht eingesetzt. Der Mechanismus, der die Tür entriegelt, scheint an ein solches Rätsel gekoppelt zu sein. Wenn ihr einen Weg finden könnt, das Licht auf die Tür zu reflektieren, glaube ich, dass sie sich öffnet. Ja, das war mir schon von Anfang an klar. Hier gibt es aber auch keine Inschrift oder so, ne? Nehme ich mal an. Moment, optionale. Ah, ich kann auch noch mit Tarn sprechen. Wow. Meine Halbschwester hat sich dazu herabgelassen, Nekromanten anzuheuern. Wie geschmacklos. Aber sei es drum. Wir müssen diese Tür öffnen und uns um Hauptmann Calsivius und seine Soldaten kümmern. Interessant. Ich frage mich nur, was all diese Drachenbilder sollen. Was meinte Hauptmann Calsivius, als er sagte, ihr würdet das Gewölbe öffnen? Das Donnern, als wir hereinkamen. Irgendwie hat der Grollstein, den ich mit mir führe, eine Art Mechanismus ausgelöst. Damit kam ein Ablauf in Gang, der letzten Endes das Gewölbe öffnen und uns den Zugang zur Waffe erlauben wird. Das ist zumindest meine Annahme. Was hat es mit all den Drachenbildern auf sich? Das hat er ja auch gerade gefragt. Seht euch um.
Irgendeine Art von Drache schmückt jede Oberfläche. Auch wenn sie uralt sind, wurden diese Gravuren erst nach dem Bau der Halle hinzugefügt. Doch das ist ein Geheimnis für später. Jetzt gerade müssen wir die Waffe vor Euraxias Soldaten erreichen. Euraxia wusste, dass ihr den Grollstein habt und ihn herbringen würdet. Aber warum will sie euren Tod? Es scheint, als wäre ich in eine weitere hinterlistige Intrige meiner Halbschwester hineingestolpert. Ich muss vorsichtiger werden. Trotzdem glaube ich nicht, dass Euraxia mit Kamiras Anwesenheit gerechnet hat. Das sollte zu unserem Vorteil sein. Verratet nur der Katze nicht, dass ich das gesagt habe. Gibt es eine Möglichkeit, den Ablauf aufzuhalten, bevor sich das Gewölbe öffnet? Den Ablauf aufhalten? Warum im Namen des Vergessens sollten wir das tun wollen? Nein, wir müssen nur das Gewölbe erreichen und die Waffe bergen, bevor Euraxias Soldaten das tun. Jetzt geht und seht euch dieses Rätsel an. Es scheint jenen zu ähneln, die ihr schon zuvor bewältigen musstet. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Das Problem ist, was nehmen wir dann da? Also wir könnten zum Beispiel das Helle und das Dunkle nehmen. Das Dunkle passiert gar nichts. Beim Hellen? Ah doch. Jetzt ist auch das andere, okay. Das geht da hinten durch die Tür. Ist das jetzt richtig? Ich habe absolut keine Ahnung. dann, hier ist gar nichts drauf, okay. Die Frage ist natürlich auch, was, die beiden müssen wahrscheinlich, Moment, der würde dann dahin gehen. Oder? Der geht dahin. Ach, der, nee, der strahlt die Tür an, den können wir ja gar nicht anmachen, okay. Den können wir auch nicht anmachen. Ja. Mache ich einfach alle an. Ich habe keine Ahnung, wo geht das jetzt hin? Das geht auch hier drauf, oder? Wenn es denn angeht. Das geht auch drauf. Also haben wir schon mal zwei, die jeweils drauf scheinen. Das habe ich auch an. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wo die hinscheinen müssen. Also ich gehe mal... Ach so, Moment. Hier hinter ist eine Tür, ne? Oder? Sind das hier... Da ist ein Bild. Aber hier sind überall die Bilder. Also damit... Ach, hier ist... Oh, nee, ne? Die Sprenkel der Monde und das dunkle Firmament vereinen sich, um den Pfad zum Aufstieg zu öffnen. Was heißt die Sprenkel der Monde? Also dunkel ist klar, aber was heißt die Sprenkel der Monde? Das hier bleibt auf jeden Fall an. Muss ich mal eben gucken, wo sind die denn jetzt alle? Also dunkel und hell hat diesmal ja nicht funktioniert. Geschafft. Achso. Okay, ich muss nur das Helle rausmachen. Wo ist denn die Tür? Da. Erstmal die Tür finden. Basti, komm mit. Boah, ich dachte, die laufen vor uns. Nur eure Schwester würde sich mit solchen Abscheulichkeiten verbünden. Halbschwester. Und wer sagt, dass der Nekromant nicht der Handlanger des Hauptmanns ist? Wie dem auch sei, Euraxia will euch offensichtlich tot sehen. Ja, sieht so aus, ne? Schon schlimm dafür, dass das Geschwister sind. Muss ich da jetzt runterspringen? Nee. Hä? Doch, tiefer. Okay. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Ah! Okay. Ich dachte schon. Heilst du mich? Nee, du heilst mich nicht. Aber ihr seid einfach runter teleportiert. Ja, kein Thema. Ihr hättet auf mein Portal warten können. Mhm. Auf geht's. Du mich auch. Hättet auf mein Portal warten können. Der wäre jetzt in einer Stunde noch nicht da gewesen und sagt dann, ich hätte drauf warten können. Dann hätte ich ja die ganze Zeit gestanden und nichts wäre passiert. Ach ja, Tan. Aber irgendwie lieben wir ihn doch auch dafür, dass er so einen schwarzen Humor hat, oder? Ich meine, er ist nicht einer der schlechten Charaktere in diesem Spiel. Das auf jeden Fall.
So, was haben wir denn hier schon wieder? Hier haben wir diesmal zwei Tafeln. Judas Licht scheint auf all jene, die sich mühen, ihr Leben zu ändern. Es spart jene aus, die zufrieden damit sind, vollkommen zu sein oder sich mit ihrer Lehre abgefunden zu haben. Das heißt, zunehmend abnehmend müsste man dann hier machen. Noch ein Lichträtsel, nur zu, löst es. Die Zeit wartet auf niemanden, nicht einmal ihr habt es geschafft. Jetzt löst die andere Seite. Ja. Ich bin ja dabei. Nur ein geschlossenes Auge lässt kein Licht zu. Nur das halb zusammengekniffene oder vollständig geöffnete Auge kann den Pfad zur Erkenntnis... Ach so. Lässt kein Licht zu? Ja, aber muss ich dann das auch nehmen, das geschlossene? Also, das helle müssen wir auf jeden Fall nehmen und ein halb zusammengekniffenes, was auch immer das jetzt heißen mag. Ich glaube, die haben ja wieder beide hier drin, ne? Das und... Nehmen wir mal das. Ist es nicht. Das ist das zur... Ich weiß nicht, ob wir beide aktivieren müssen. Oh ja. Komm schnell! Ich komm. Ich bin überrascht, dass es so gut geklappt hat. Kommt ihr mit? Ach, ich glaube, da kommt nichts, oder? Was? Was jetzt, Katze? Habt ihr vergessen, dass wir es eilig haben? Ja, frag mich auch. Sie erzählen die Geschichte von Kunsari und den Dämonen. Das sind keine Dämonen. Das sind Drachen. Judas Licht, die Drachen sind die Waffe. Euraxia will Drachen freilassen. Verdammt nochmal, mit Drachen kann ich nichts anfangen. Los, setzen wir dem ein Ende. Genau, setzen wir dem ein Ende. Dämliche Türen. Warum Königin Euraxia will diese Drachen nicht freilassen. Zu spät, alter Magi. Zurück. Ich setze den Grollstein ein, um das Siegel wiederherzustellen. Schnell, Magier, beeilt euch! Na los! Verdammt. Los! Ich glaube, das war's. Oh, was nun? Brüder, wir sind frei. Dunkle Monde, runter! Drachen, ihr habt sie auf Elsweier losgelassen. Ich habe versucht, das abzuwenden. An all dem ist Hauptmann Calsivius schuld. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat für eure Schwester gearbeitet. Halbschwester. Aber setzen wir dies in meinem Lager fort. Kommt doch. Ich kann dieses Portal nicht ewig offen halten. Ja. Ein guter Magier kann ein Portal lange offen halten. Alles, was Garesh Rih mich verhindern hieß, ist eingetreten. Ich wusste, dass es ein Fehler war, zu den Kolosshallen zu reisen. Es wurden Drachen in Elsweier entfesselt. Wenigstens haben wir Euraxias Soldaten aufgehalten. Ich schätze, das zählt auch. Was meint ihr? Wollte Hauptmann Calsivius erreichen? Abgesehen von der Befreiung der Drachen? Ich habe keine Ahnung. Zum Glück haben wir ihn davon abgehalten, die Sache zu Ende zu bringen. Was auch immer er bewirken wollte. Ich frage mich, ob Tarn von den Drachen wusste. War es von Anfang an sein Plan, sie in Elsweier zu entfesseln? Abno Tarn versuchte, das Gewölbe wieder zu verschließen und so die Drachen an der Flucht zu hindern. Nachdem er dieses ganze lästige Unterfangen in Gang gesetzt hatte... Wenn Tarn nie den Grollstein erlangt hätte, hätte er auch nie den Standort der Ruinen ausgemacht. Bei Judas Licht, wenn er die verdammte Tafel nicht hergebracht hätte, wäre nichts hiervon geschehen. Euraxias Soldaten haben die Ruinen vor uns erreicht. Sie hätten das Siegel irgendwann gebrochen. Sie hätten...
Ich sollte diese wütenden Gedanken nicht in eure Richtung drängen. Ich weiß nur, dass eine Menge Drachen aus einem uralten Kerker entkommen sind und sich nun in Elsweyr herumtreiben. Meine Leute müssen gewarnt werden. Uns wird schon was einfallen. Das hätte besser laufen können. Zumindest haben wir meine Halbschwester davon abgehalten, die Herrschaft über die eingesperrten Drachen an sich zu reißen. Das ist wenigstens etwas, denke ich. Natürlich verzögert das meinen Plan, den Krieg der drei Banner zu beenden. Verflucht nochmal! Ist die Rückkehr der Drachen denn nicht irgendwie eine große Sache? Das will ich wohl meinen. So zerstörerisch der verfluchte Krieg auch ist, eine mordbrennende Horde wütender Drachen. Nun, eigentlich lässt sich das nicht vergleichen, oder? Wenn wir die Drachen in Elsweyr im Zaum halten können, wäre das sicher am besten. Also habt ihr einen Plan, die Sachen zu bändigen? Gerade jetzt, in diesem Augenblick? Nein, nein. Aber ich werde mir etwas überlegen, bevor ich Elsweyr erreiche und mich mit Garrosh Rhee bespreche. Der Sprecher der Mähne muss hiervon erfahren und ich muss ein paar Worte mit meiner elenden Halbschwester wechseln. Wo wir gerade von Eyraxia Tahn sprechen, warum genau wetteifert ihr beiden um diese versteckte Waffe? Gute Frage. Rückblickend vermute ich, dass der Tipp bezüglich des Grollsteins von Eyraxia kam. Sie wusste, dass ich einem solchen Köder nicht widerstehen können würde. Sie hat mich aufs Kreuz gelegt. Das kommt nicht oft vor und es hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Ich hasse es, hereingelegt zu werden. Und was unternehmen wir dagegen? Fürs Erste helfen wir den Khajiit dabei, sich auf die Dracheninvasion vorzubereiten und nehmt dies als Vergütung für eure Dienste. In der Zwischenzeit habe ich Pläne auszuformulieren und Arrangements zu treffen. Sobald der Moment kommt, sich um die Drachen zu kümmern, melde ich mich bei euch. Ja, und wir halten das Andenken Drachenflug Illusionsstein. Das werden wir gleich nochmal anschauen. So, sie hat auch nichts mehr zu sagen. Ich glaube, die sind alle jetzt gerade ein bisschen, naja. Wenn ihr auf I drückt und auf Q, dann könnt ihr hier die Andenken ansehen und auswählen. Ihr könnt hier entweder in euren normalen Schnellzugriff das Ganze einfügen. So, und wir haben ihn schon gefunden. Der steht direkt hier oben. Den fügen wir jetzt einfach hinzu, gehen wieder raus, wählen das Ganze aus. Und ich muss das mal ein bisschen weiter weg machen, damit man das besser sieht. Da hinten haben wir übrigens auch noch was zu lesen. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. So sieht das Ganze dann aus. Ja, nochmal ohne... Na, ich kann es nicht sofort machen. Doch, jetzt. Nochmal ohne die Grashalme dazwischen. Also so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und es gibt noch den Brief von Königin Eyraxia. Da die Folge eh so kurz ist, lese ich den nochmal kurz vor. Hauptmann Calcivius, ich gehe davon aus, dass ihr nun die Ruinen der Kolosshallen erreicht habt. Da mein verachtenswerter Halbbruder im Besitz der Grollsteintafel ist, mussten wir uns auf andere Quellen verlassen, um die Ruinen ausfindig zu machen. Zum Glück standen uns die Ressourcen des Palasts von Krempen zur Verfügung, weshalb ihr in der Lage gewesen seid, vorab nur am verborgenen Standort zu sein. Von diesem Punkt an ist es unerlässlich, dass ihr und eure Mannschaft euch exakt und ohne jegliche Abweichung an den Plan haltet, den ich beschrieben habe. Erlaubt mir, meine genauen Anweisungen noch einmal zu wiederholen. Ich weiß, dass ihr gerne mal improvisiert, wenn ihr im Feld unterwegs seid. Widersteht diesen Verlangen und haltet euch an das, was ich sage. Verschafft euch Zugang zu den Ruinen und wartet darauf, dass Abnur eintrifft. Mein Halbbruder muss die Kolosshallen mit dem Grollstein betreten können. Sobald Abnur den Grollstein über die Schwelle der Ruinen trägt, sollte er damit den Prozess in Gang setzen, der das Gewölbe öffnet, das die Dämonenwaffe birgt. Was anschließend mit Abnur und eventuellen Partnern, mit denen er womöglich reist, passiert, ist mir einerlei. Sorgt einfach nur dafür, dass ihr das Gewölbe erreicht und die Waffe sicherstellt, bevor mein lästiger Halbbruder sie in die Hände bekommt. Bedenkt, dass ich nur sehr oberflächlich Kenntnis darüber besitze, wie die Tafeln funktionieren oder wie lange es dauert, das uralte Gewölbe zu öffnen. Wenn es sich öffnet, könnte dort noch ein kleiner Wächter sein, mit dem ihr fertig werden müsst. Versucht nicht schon, alle eure Soldaten oder Nekromanten zu befeuern, bevor es soweit ist.
Ich zähle auf euch, Calcivius. Enttäuscht mich nicht. Euraxia, Königin von Kremten. Ja, das sagt dann wohl alles und hat dann nochmal die verlorenen Fäden, sage ich mal, ein bisschen zusammengesponnen von den Sachen, von denen wir jetzt nicht hundertprozentig was wussten. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge geht es dann sofort im nördlichen Elsweier, war glaube ich das erste, ne? Geht es dann sofort weiter los mit der Hauptstory. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.